Der Bundesrechnungshof hat es sogar schriftlich. Die Bundesregierung hat die Ausgaben für Verbraucherpolitik von 24 Millionen Euro im Haushalt 2014 auf 37 Millionen Euro im Haushaltsentwurf 2019 gesteigert. Für den Titel Information der Verbraucherinnen und Verbraucher hat sich das Budget seit 2014 bis heute nahezu verdoppelt. Doppelt so viel gleich doppelt so gut. Das wäre grandios. Ich habe mal nachgefragt, welche Projekte im Haushalt 2019 über dem Titel Verbraucherinformation bezahlt wurden. Nur zwei Beispiele. 230.000 Euro für die Radiosendung eines Berliner Privatradios. Oder 265.000 Euro für einen Datencheck von Smartphone-Apps. Wozu das? Wie viele Verbrauchern hilft das? Ist das effiziente Verwendung von Steuermitteln? Nein, Sie können sagen, Kleinkram. Dann zum Löwenanteil des Verbraucherschutzbudgets. Den bekommt der Verbraucherzentrale Bundesverband. Laut Bundesrechnungshof macht die Förderung des VZBV mehr als 60% der Haushaltsmittel aus, die im Einzelplan 07 für die gesamte Verbraucherpolitik veranschlagt sind. Das Geld geht vor allem an die Marktwächter, die nun beim VZBV zentralisiert werden. Jetzt würde ich als Liberale nie sagen, Marktbeobachtung ist schlecht. Zum Beispiel für Unternehmensgründer ist es essentiell, eine Idee vom Markt zu haben, den man erobern will. Aber die gute Sache rechtfertigt deshalb nicht automatisch jede Kostensteigerung. Wenn dieser Umbau dazu führt, dass sich die Kosten für Datenbeschaffung, für die Marktbeobachtung im Vergleich zu jetzt mehr als verdoppeln, dann ist das schon bemerkenswert. Ministerin Lambrecht hat dem Bundesrechnungshof nicht erklären können, welche konkrete Tätigkeiten für die Datenpflege zu leisten sind. Ministerin Lambrecht hat auch nicht erklären können, warum die Daten der Verbraucherzentrale künftig eine Qualitätssicherung erforderlich ist durch ganze 20 Vollzeitkräfte, obwohl die Marktwächter diese Daten doch seit mehreren Jahren laufend verwenden. Und schließlich hat Ministerin Lambrecht nicht erklären können, warum das eine Aufgabe ist, die nur die Verbraucherzentrale erledigen können, obwohl die Qualitätssicherung von Daten und Mitarbeiterschulung auch günstig auf dem Markt eingekauft werden könnten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Justiz- und Verbraucherhaushalt ist überschaubar. Wir Freien Demokraten sehen trotzdem genau hin für effiziente Verbraucherpolitik und einen soliden Haushalt. Vielen Dank.